Übersetzungen der Bibel, 1600 Jahre Vulgata, in einem ihrem Autor, dem heiligen Hieronymus, gewidmeten Special von dem Ort in der Nähe der Geburtsbasilika in Bethlehem, wo er einen Teil seines Lebens der Übersetzung der Originaltexte der Heiligen Schrift aus dem Hebräischen und Griechischen ins Lateinische widmete. Die Kustodie des Heiligen Landes feierte das Andenken an den heiligen Hieronymus mit einer feierlichen Messe in der Höhle des heiligen Hieronymus in Bethlehem in der Nähe der Geburtsgrotte. Die Messe wurde von Bruder Francesco Patton, Kustos des Heiligen Landes, zelebriert, der daran erinnerte, wie die Kenntnis der Heiligen Schrift in einer Zeit der Schwierigkeiten uns hilft, die Hoffnung lebendig zu halten und zu wissen, dass der Horizont unseres Lebens der des ewigen Lebens, des Lebens mit Gott ist. Wenn man die Treppe der Basilika Santa Caterina hinuntergeht, findet man eine Reihe von Höhlen, die alle sehr nahe beieinander liegen. Eine, die Haupthöhle und die wichtigste, ist die Geburtshöhle, der Geburtsort Jesu. In der Nähe dieses Ortes befinden sich die Höhle des heiligen Josef, die Höhle der heiligen Unschuldigen und die Höhle des heiligen Hieronymus. Hier widmete er sich mehr als 40 Jahre der Übersetzung der biblischen Originaltexte aus dem Hebräischen und Griechischen ins Lateinische. Den heiligen Hieronymus zu beschreiben, ist keine leichte Aufgabe. Als Dalmater mit umfassender Bildung zog er sich in die Wüste bei Antiochien, der Wiege des Christentums, zurück und lebte in Buße. Dann, nachdem er Priester geworden war, begann er eine intensive literarische Tätigkeit. In Rom war er Mitarbeiter von Papst Damasus. Nach dessen Tod zog sich Hieronymus nach Bethlehem zurück. Im Jahr 386 ließ sich der heilige Hieronymus in der Nähe der Geburtsbasilika nieder, um sich dem Studium der Bibel zu widmen. Er war verantwortlich für die berühmte lateinische Vulgata, die später die offizielle Bibel der westlichen Kirche wurde und von großer Bedeutung für die Verbreitung der Heiligen Schrift war. Begleitet werden wir bei diesem Besuch von Bruder Eugenio Aliata, Professor und Archäologe des Studium Biblicum Franziskanum in Jerusalem. Bevor wir den Ort des heiligen Hieronymus kennenlernen, müssen wir das Höhlensystem nahe dem Geburtsort Jesu besser verstehen. In dem Gebiet, in dem sich die Geburtsgrotte befindet, in der der Überlieferung zufolge Jesus geboren wurde, gibt es viele andere Höhlen, sowohl rechts als auch links, die mehr oder weniger tief sind und mehr oder weniger immer auf irgendeine Weise von Menschen als Orte der Verehrung eingerichtet wurden. Wegen ihrer religiösen Bedeutung hat die Nähe zu Jesu Höhle dieses Interesse an den nahegelegenen Höhlen geweckt. Die Höhle des heiligen Hieronymus ist die Höhle auf der einen Seite der Geburtshöhle, genauer gesagt die auf der Nordseite. Aus archäologischer Sicht sind die ältesten Zeichen, die es gibt und die gefunden wurden, einige Graffiti, die von Christen angebracht wurden. Aus der Sicht der Geschichte, die auf literarischen Quellen beruht, sind die ersten Zeugnisse, die uns vorliegen, von dem berühmten Schriftsteller Origenes, der uns erzählt, dass sogar die Heiden in Bethlehem auf die Höhle verweisen konnten, in der derjenige geboren wurde, den die Christen als ihren Erlöser verehren. Colui che veneravano come loro salvatore. Nur eine Tür, die heute verschlossen bleibt, verbindet diese Höhle mit der Geburtshöhle. Ecco, San Girolamo visse quasi 40 anni a Betlemme, perché arrivò verso. Der heilige Hieronymus lebte fast 40 Jahre in Bethlehem. Er kam um 386 aus Rom zusammen mit Paula, Eustachium und anderen seiner Gefährten.
Der Bruder von Hieronymus begleitete ihn ebenfalls. Sie ließen sich in Bethlehem nieder und zogen nie wieder fort. Bevor er sich in Bethlehem niederließ, erzählt uns der heilige Hieronymus, dass er und Paula und die anderen alle anderen heiligen Orte in Palästina besuchten, aber nie ein zweites Mal zurückkehrten. Tutti gli altri luoghi santi della Palestina, ma non ci ritornarono più una seconda volta. Saranno poco più di 40 anni in tutto, però un periodo che ha dato risultati per la storia della Chiesa estremamente importanti. Es werden kaum mehr als 40 Jahre sein, aber eine Zeit, die äußerst wichtige Ergebnisse für die Geschichte der Kirche gebracht hat, insbesondere für die Geschichte der westlichen Kirche, in der die Sprache Latein war. Von diesem Moment an konnte jeder eine Bibelübersetzung verwenden, die direkt aus den Originaltexten angefertigt wurde, entsprechend der Vision des heiligen Hieronymus, dass die jüdische Wahrheit befolgt werden sollte und nicht die Änderungen, die in späteren Bibelübersetzungen vorgenommen wurden. Diese Idee ist sehr modern und heute heißt es auf der ersten Seite jeder Bibel, übersetzt aus den Originaltexten. Es muss gesagt werden, dass der heilige Hieronymus schon damals diese kostbare Intuition hatte. Fino ad oggi, quindi bisogna dire che San Girolamo aveva avuto questa intuizione preziosa già al suo tempo, 1500 anni prima di oggi. Bewegend für alle, auch für Bruder Aliata. Neben der Höhle, in der der heilige Hieronymus an der Übersetzung arbeitete und als Einsiedlermönch lebte, gibt es eine weitere Höhle, die als sein Grab bekannt ist. Tatsächlich ist sein Leichnam nicht mehr hier. Seine sterblichen Überreste wurden von den Kreuzrittern nach Rom gebracht. Das Grab blieb als Erinnerung für die Christen in Anbetracht seiner großen Bedeutung erhalten. Neben dem Grab des heiligen Hieronymus gibt es auch das Grab einiger Gefährten, Paula und Eustochium. Die Gutenberg-Bibel aus dem Jahr 1456 war das erste gedruckte Buch der Geschichte. Die Vulgata des heiligen Hieronymus wurde für diese erste Ausgabe ausgewählt. Sie ist als die 42-zeilige Bibel bekannt und nur in Kapitel unterteilt. Die Verse wurden 1527 eingeführt. Über die Jahrhunderte hat die Bibel die Gegenwart erreicht und ist nach wie vor das meistgelesene, am häufigsten übersetzte und gedruckte Buch in allen Sprachen. Es gibt keinen Originaltext mehr, wie aus den Händen der Evangelisten oder des heiligen Paulus stammt, aber es ist heute möglich, Kopien zu finden, die den Originalen sehr nahe kommen, zum Beispiel die Reproduktionen, die in der Bibliothek des Vatikans oder in Jerusalem im Studium Biblicum Franziskanum zu sehen sind. Dopo più di 3000 anni di storia dell'ebraismo e 2000 anni di storia del cristianesimo. Nach mehr als 3000 Jahren Geschichte des Judentums, 2000 Jahren Geschichte des Christentums, können wir sagen, dass die Bibel nun jeden Winkel der Erde erreicht hat. Das bedeutet, dass alle Völker und Kulturen die Bibel irgendwie kennengelernt haben. In questi tanti secoli di storia, la parola di Dio ha segnato profondamente la vita di fede, la vita religiosa del popolo ebraico, del popolo cristiano. In diesen Jahrhunderten der Geschichte hat das Wort Gottes, das Glaubensleben, den religiösen Weg des jüdischen und christlichen Volkes tief geprägt. Es war das große Licht, der Bezugspunkt, der Grundstein, auf dem das jüdische und christliche Volk seinen Glauben, seine religiöse Erfahrung aufgebaut hat. Und nicht nur das. Wir müssen sagen, dass die Bibel nach so vielen Jahrhunderten der Geschichte auf vielen Ebenen einen sehr tiefgreifenden Einfluss ausgeübt hat. Die erste Ebene ist das, was wir als soziale Beziehungen bezeichnen können. Aber dann müssen wir an Literatur, Malerei, Architektur, Poesie denken und kurz gesagt, sie hat viele Bereiche beeinflusst. Die Frage, die wir uns stellen können, warum war die Bibel so einflussreich? Denn wenn man die Bibel liest, hat man das Gefühl, dass die Bibel über sich selbst spricht.
Sie spricht von Gott, vom Leben, vom Licht, von der Hoffnung. Und das ist eine Ehre für mich. Abschließend können wir sagen, dass die Bibel wirklich eine Schönheit ist. Und gerade weil sie eine Schönheit ist, trifft und fesselt sie jeden von uns. In conclusione possiamo dire che la Bibbia è veramente una bellezza. E proprio perché è una bellezza, colpisce e cattura ciascuno di noi. Die Bibel zu ignorieren bedeutet, Christus selbst zu ignorieren, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist der berühmte Satz des heiligen Hieronymus, des Übersetzers der Bibel, Autor der lateinischen Version, der Vulgata. Am 30. September feierte die Kustodie des Heiligen Landes das Andenken an den Heiligen mit einer feierlichen Messe in der Höhle des heiligen Hieronymus in Bethlehem, in der Nähe der Geburtsgrotte. Dort hat er sich rund 40 Jahre lang der Übersetzung biblischer Texte aus den ursprünglichen Sprachen gewidmet und sie ins Lateinische übersetzt. Die Kenntnis der Heiligen Schrift in einer Zeit der Schwierigkeiten hilft uns, die Hoffnung lebendig zu halten und zu wissen, dass der Horizont unseres Lebens der des ewigen Lebens, des Lebens mit Gott ist. Dass auch das natürliche menschliche Leben nicht etwas Absolutes ist. Wir sind gewissermaßen Pilger und Fremde in dieser Welt. Noi siamo in certo qual modo pellegrini e forestieri in questo mondo. In seiner Predigt beschrieb Bruder Francesco Patton die Beziehung des heiligen Hieronymus zur Bibel als eine romantische Beziehung, weil die Bibel sein ganzes Leben lang im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit stand. Er studierte und betrachtete sie kontinuierlich. Er versuchte, sie zu leben und andere zu lehren. Wegen der durch die Coronavirus-Pandemie auferlegten Einschränkungen nahmen nur wenige Gläubige an der Messe teil. Aber in diesem schwierigen Moment, in dem die Menschheit aus dem Gedächtnis des heiligen Hieronymus lebt, ergeht ein neuer Aufruf an jeden Christen, das Evangelium zu leben, über das Wort Gottes zu meditieren und sich auf die Worte Christi zu verlassen, der gesagt hat: In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Die Schriften in einer Zeit der Schwierigkeiten zu kennen, bedeutet, den Christus zu kennen, der stärker ist als Krankheit und Tod, der uns einlädt, ein Leben zu leben, das mit dem Horizont des Osterfestes gelebt wird und nicht nur den Horizont des irdischen, biologischen Lebens kennt. Die wertvollen Schriften, die der heilige Hieronymus der Kirche und der christlichen Welt hinterlassen hat, sind zu einer Quelle der Wissenschaft und des Wissens geworden, die ihm den Titel Kirchenlehrer eingebracht hat.